Hallo und willkommen zurück zu einem brandneuen Let's Play. Ja, nach Shenmue 2 habe ich jetzt irgendwie wieder Gefallen dran gefunden, Let's Plays zu machen, so auf die richtig gute Oldschool-Art, denn die Welt der Let's Plays hat sich ja stark verändert. Das meiste ist jetzt so Gronkh- und PewDiePie-Style, aber so diese alte Art der Let's Plays, ich weiß nicht, ich habe lange keine mehr gesehen, die wirklich so sind, dass Leute sich einfach ein Spiel genommen haben und die irgendwie blind durchspielen oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob blind Let's Plays immer noch so angesagt sind, aber ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht, denn ich mache jetzt einfach mal eins. Einfach um zu sehen, wie es läuft. Interessanterweise, kurz nachdem ich Shenmue aufgenommen habe, habe ich mich dazu entschlossen, mal wieder ein paar Let's Plays zu machen. Und gestern, glaube ich, am Freitag, einen Tag später, nachdem ich Shenmue fertig hatte, hat Funk Royal sein Mega Man X Let's Play hochgeladen und gesagt, dass er auch gerne weitermachen möchte. So, also, zwei dumme ein Gedanke vielleicht, aber wer weiß, vielleicht ist einfach das Comeback der guten alten Oldschool Let's Plays wieder da. Wir spielen hier Pier Solar and the Great Architects für den Dreamcast, ursprünglich ein Mega Drive RPG gewesen, kam letztes Jahr als HD-Remake raus und jetzt hat es endlich einen Dreamcast-Port bekommen. Und ach, ich wusste gar nicht, dass es nochmal startet, aber das ist sehr gut. Denn das wollte ich euch eigentlich zeigen. Hier kommt ein kleines Intro-Video. Ist es das? Nee, das sind die Credits. Okay. Dann schneide ich nochmal das Intro-Video, weil ich wollte eigentlich das Intro-Video jetzt im ersten Teil euch vorspielen. Weil es wirklich ganz nett ist für so ein kleines Indie-Spiel, dass die so ein animiertes Intro-Video haben. Allerdings kann ich das nicht machen und vorher reden, denn wenn ich vom Dreamcast-Menü aus das Spiel auswähle, dann wechselt die Auflösung von dem Menü zum Spiel und das macht mein Aufnahmegerät hier nicht mit. Deswegen werde ich einfach im nächsten Teil ranschneiden, damit ihr das auch mal seht. Ja, überspringen wir das einfach mal, die Credits-Teile hier. Also das Intro zum Spiel seht ihr dann im nächsten Teil. Wir haben einen schwarzen Bildschirm. Gut, es kommt wieder was. Hab mir schon Sorgen gemacht, dass mein Dreamcast mal wieder abraucht. Denn ja, mein Dreamcast ist nicht gerade die zuverlässigste Konsole. Drücken wir einfach mal den A-Knopf und gehen dir in die Option. Denn Pier Solar ist wahrscheinlich so die aufwendigste Homebrew. Das aufwendigste Homebrew-Projekt für alte Konsolen. Wir haben verschiedene Sprachen. Wir haben Deutsch, Japanisch, Spanisch, Portugiesisch. Mehr geht's in die Richtung nicht. Ja, Deutsch, dann haben wir Französisch und Englisch. Komplett übersetzt das gesamte Spiel, was schon sehr interessant ist. Wir haben verschiedene Auflösungen. Wir spielen in 480p, 4 zu 3, 50 Hertz, weil das so mit meiner Aufnahmetechnik hier am besten funktioniert. Wir haben noch 60 Hertz. Widescreen-Modus. Das Spiel funktioniert in Widescreen, allerdings kann ich das nicht aufnehmen mit meinem HDMI-Konverter hier. Also werden wir nicht nur Widescreen spielen. Anamorphisches Widescreen, 480p, funktioniert auch nicht auf meiner mit meiner ganzen Technik hier. Deswegen werden wir einfach in 4 zu 3 weiterspielen. Radar piepen. Wahrscheinlich piept meine VMU dann. Vibration haben wir auch mal an. Lautstärke ist okay. Die haben extra für Let's Player Lautstärke und Special Effects extra gemacht. Speichermanager brauchen wir gar nicht. Steuerung ist ja gerade auch egal. Meine VMU ist die A1, das stimmt schon. Gut, dann brechen wir einfach mal ab. Extras, man kann Minispiele freischalten, fortfahren. Ich habe nur mal kurz reingespielt. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel, würde ich sagen. Seht mal, die sterben, wenn ich das jetzt überspeichere. Ganz nett gemacht, ja. Pier Solar ist wirklich, soweit ich gesehen habe, ein richtig nettes Spiel für so ein Homebrew-Projekt. Wie gesagt, ursprünglich für den Mega Drive rausgekommen, das größte 16-Bit-Rollenspiel aller Zeiten. Hustkeuch! Geht's etwas besser? Ja, aber natürlich. Ich sollte heute mal wieder ein wenig arbeiten können. Rudi, du bist ein schlechter Lügner. Ehrlich, es wird schon gehen. Okay, das ist unser Papa wahrscheinlich. Er ist aufgestanden und legt sich wieder ins Bett. Schatz, hust, bitte auf, ich bin noch kein Kind mehr. Es tut mir leid, bitte mach dir nicht so viele Sorgen. Mach ich nicht, du bist stark, ich weiß, dass du es schaffst. Dr. Gilbert ist noch immer nicht zurück? Nein, er wird sich wohl noch mehrere Wochen in
Ferahansha. Er wird noch mehrere Wochen auf jeden Fall in diesem Dorf da bleiben. Er hatte vor, bergweise Vorräte dort zu besorgen. Okay. Komische deutsche Übersetzung, aber ich meine, es sind Freelancer, also Leute, die es freiwillig machen. Also kann man nicht eine perfekte deutsche Übersetzung sich erwarten. Na toll. Ich koche dir eine schöne heiße Suppe. Ruh dich nur aus, es dauert nicht lange. Aber zumindest, dass das ganze Ding auf Deutsch gemacht wurde, ist so ein Haufen Arbeit, so ein Rollenspiel zu übersetzen in so vielen Sprachen, ohne richtiges Budget. Ich meine, Deutsch und Englisch und Französisch sind, glaube ich, in der in der Mega Drive-Version auch drin. Und nicht mal nur in dem HD-Remake. Also, wir können laufen mit dem Analog-Stick hier. Wir können, aber ich benutze lieber die Digital-Steuerkreuztasten hier. Wenn wir so laufen, mal langsam. Wenn wir B gedrückt halten, rennen wir. A ist nichts. X ist auch nichts. Y holt das Menü. Wir haben Notizzauber. Alles sowas wird wahrscheinlich noch später eine Rolle spielen. L haben wir sowas. Wahrscheinlich kann man irgendwelche Items darauf legen. Und mit R passiert nichts im Moment. Alles klar. Was macht die Starttaste? Das bringt auch das Ding. Habe ich mir schon gedacht. Gut. So, Mama, was geht denn ab? Und wie geht's ihm? Es wird schlimmer. Er versucht es zu verbergen, aber er wird nicht durchkommen, oder? Nun. Dann bleibt nur eins. Die einzige Chance sind die Höhlen. Schlag dir das ganz schnell wieder aus dem Kopf. Du wirst nicht mal in die Nähe dieses Ortes gehen. Dort sind schon viele Menschen umgekommen. Das weiß ich auch, aber Mainschuhkraut wächst nun mal nur dort. Das würde bestimmt helfen. Zumindest bis der Doktor wieder in der Stadt ist. Nein, es ist zu gefährlich. Mama, was haben wir denn für eine Wahl? Du hast selbst gesagt, dass. Houston! Wahrscheinlich ist das unser Name. Houston! Ich verstehe ja, dass du helfen willst, aber Mainschuh wäre bestenfalls eine Notlösung, wenn überhaupt. Es ist das Risiko nicht wert und verdammt, ich werde euch nicht beide verlieren. Aber ich. Sei nicht so ein Dickkopf. Nicht mal die Stadtwache traut sich in die Höhlen. Da würdest du nie überleben. Ich meine es ernst, Junge. Wir haben das zum letzten Mal diskutiert. Alles klar, es hat sich wohl erledigt. So, gehen wir mal zu Papa. Vielleicht hat er irgendwas Interessantes. Naja, komm. Das werde ich noch im Menü ausstellen, weil wenn ich jetzt. Ich sollte Papa etwas ausruhen lassen. Ich gehe besser runter. Alles klar. Denn wenn ich jetzt gegen einen Tisch laufe, dann läuft er automatisch rundherum. Ich werde mal gucken, ob ich das ausstellen kann. In den Optionen. Gucken wir mal. Option. Pfadfindung weg damit. Alles klar. Ah, jetzt ist aus. Okay. Auto laufen. Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, automatisch zu laufen hier. Das automatische Renntest ist wahrscheinlich. Radar piepen, Zufallskampfrate nochmal einmal. Kann man übrigens aus- und anstellen. Also man kann hier zweifach, vierfach, achtfach, wenn man leveln möchte. Anderthalb oder auch null, wenn man einfach nur in die nächste Stadt sicher kommen möchte, werde ich das wahrscheinlich ein paar Mal benutzen. Lautstärke mal wieder. Abspielliste. Ach so, der Soundtrack. Man kann natürlich zwischen dem PCM, das ist die CD-Qualität Musik, die zur. Es gab mit der Mega Drive-Version auch eine CD, die man ins Mega CD legen kann. Dann hat man CD-qualitative Musik und FM. Das hier ist jetzt das, was vom Mega Drive gespielt wurde. Ich werde wahrscheinlich mal irgendwie im Playthrough ein paar Mal hin und her wechseln. Aber lieber die CD-Musik im Moment. Motiv, hier kann man zwischen den HD-Grafiken und den 16-Bit-Grafiken wählen. Ich weiß nicht, ob meine Capture Card das hier durchmacht, wenn ich das jetzt ändere. Deswegen werde ich einfach mal im nächsten Video die 16-Bit-Grafik anstellen, damit ihr seht, wie das aussieht. Pfadfindung ist ausgeschaltet. Ja, so steuert sich das schon um einiges angenehmer. Die Tür ist zu, gehen wir einfach mal raus. Ich habe überlegt, soll ich mir die HD-Version kaufen und das für euch spielen, aber nee, ich spiele lieber auf dem Dreamcast. Ich halte das nicht aus. Ich muss hier für eine Weile weg. Achtung, er läuft. Oh, zusammengestoßen. Autsch. Uff. Na, wer ist das denn? Rothaarige Haare? Ich glaube, die Dinger hier sind auch auf der Dreamcast-Version drauf. Das heißt, man hat richtig Arbeit reingesteckt. Hey, passen Sie doch auf. Oh. Houston? Oder Houston? Heißt der Houston? Ich nenne ihn einfach mal Houston. Houston, stimmt was nicht? Es ist nichts.
Geht's um deinen Vater? Soll ich lustige Stimmen für die Charaktere machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das die Stimmung killt oder sowas. Weil ich bin nicht wirklich ein guter Schauspieler. Also, ich kann es ja mal in den nächsten Teilen irgendwie ausprobieren. Ach, Houston, es tut mir so leid. Alina, ich will nicht, dass er stirbt. Kann man denn gar nichts unternehmen? Naja, es gibt ein Kraut in den Höhlen im Wald. Es ist ziemlich stark und könnte vielleicht ausreichen, damit er durchhält, bis der Doktor wieder hier ist. Aber meine Mutter lässt mich natürlich nicht gehen. Das kann man ihr ja auch nicht verübeln. Wie viele Leute sind schon in diesen Höhlen umgekommen? Fang du nicht auch noch damit an? Paps wird sterben, wenn ich nichts unternehme. Psst. Ganz ruhig, Houston. Houston. Komischer Name. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Ich habe nur gesagt, dass ich diese Gefühle, dass ich ihre Gefühle verstehe. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem gehen. Hä? Wir? Ich komme natürlich mit. Du träumst wohl. Ach ja? Es ist ja auch so sinnvoll, Mutterseelen allein in diese Todesfalle zu marschieren. Entweder gehst du mit mir zusammen oder gar nicht. Ich bin schließlich deine große Schwester und muss auf dich aufpassen. Du bist nicht meine Schwester. Und trotzdem muss jemand auf dich aufpassen. Wir werden Waffen brauchen. Ich weiß, dass mein Vater einen guten Dolch in seinem Büro aufbewahrt. Nicht viel, aber besser als gar nichts. Und ich habe Pfeile und einen Bogen in meinem Zimmer. Aber das würde nicht ausreichen. Es heißt, die Höhlen seien gewaltig und man kann sich ganz leicht verirren. Was schlägst du vor? Nun, Edison? Edison? Das ist ein T oder ein R? Edison? Ich glaube, das ist ein T. Ja, das andere, das ist auch ein T. Edison hat sich seit Wochen in seiner Bude verbarrikadiert. Wörter sprechen, verbarrikadiert. Ich glaube, er werkelt an etwas, was uns nützlich sein könnte. Sein Geheimprojekt? Er erzählt dir davon? Sowas. Ich habe aus dem kleinen Gauner kein Sterbenswörtchen rausgekriegt. Natürlich hat er es mir erzählt. Ich bin seine große Schwester. Er vertraut mir. Nein, tut er nicht. Er hat bloß Angst vor dir. Seine Schwester bist du auch nicht. Pah! Na schön, auf geht's. Ich werde übrigens nicht unbedingt alles vorlesen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den ganzen Text vorlesen werde. Aber, zumindest die Hauptteile werde ich vorlesen, damit auch Leute, die nebenbei die Videos gucken, da mal wissen, was abgeht. Weil wäre blöd, wenn ich rede und dann irgendwie drüber der ganze Text läuft und ihr lesen müsst. Kopf hoch, Junge, hab Vertrauen. Dr. Gilbert wird rechtzeitig zurück sein. Oder wieder zurückkehren. So, ach, hier nach oben geht's. Dolch gefunden. Aha, jetzt kann es losgehen. Sieht ziemlich popelig aus. Ich könnte damit ganze Städte den Erdboden gleich machen und Kriege gewinnen. Tja, du könntest es sicherlich mal versuchen. Weißt du, wann Papa erst gerettet ist, werde ich das wirklich tun. Nachdem ich mein Zimmer aufgeräumt und mein Gemüse aufgegessen habe, versteht sich. Haha, du bist im Garten du, und du im Garten die Blumen gegossen hast. Logisch. Hausarbeiten kommen immer vor der Welteroberung. Natürlich doch. Guck mal, haben wir sofort ausgerüstet? Haben wir Ausrüstungsextra oder müssen wir ins Inventar gehen, natürlich. Den hier, den Dolch. Ja, anlegen. Habe ich jetzt ausgerüstet? Sieht ganz so aus. Ha, da werden wir uns noch ein bisschen durchfuchsen müssen durch die Menüs. Denn die sind recht eigen, soweit ich gesehen habe. Gucken wir mal. Wollen wir gleich zu. Wie heißt der? Edison? Ist das hier Edisons Haus? Einfach mal gucken. Da oben steht irgendwer. Gucken wir mal. Okay. Sieht alles sehr. Oh. Edison, bist du hier drin? Ja, ich bin oben. Sekunde, ich bin gleich bei euch. Bei euch. Oh ja. Wir können ja bloß in diesem Chaos leben. Das weiß ich auch nicht. Aber er sagte, er wollte zurück zu seinen Eltern ziehen, sobald er mit ihr fertig ist. Zumindest hat er Mut. Das muss man ihm lassen. Ich wäre bestimmt nicht mit 13 Jahren von zu Hause ausgezogen. Nicht mehr für eine Weile. Also so viel älter als er sind sie nun auch wieder nicht. Herr 16. Ach so, jetzt verstehe ich den Sinn des Satzes. Sie hätten so groß schreiben müssen. Hallo Freunde, was geht? Nichts Gutes, fürchte ich. Oh, nach Houstons Trauermiene zu urteilen, schätze ich mal, dass der Doktor noch immer nicht zurück ist. Ganz genau. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir brauchen diese Mein-Schuh-Kräuter, und zwar sofort.
Du willst doch nicht wirklich. Doch genau, das habe ich vor. Aber in die Höhlen zu spazieren. Selbst wenn man die Monster nicht auffressen sollten, kann man sich verlaufen und findet nie wieder heraus. Es soll ein Labyrinth sein. Wir kennen die Geschichten, aber wie ich höre, hast du etwas, das uns bei Problem Nummer 2 aus der Patsche helfen könnte? Und woher bitte? Ellie! Tut mir leid. Naja, wie auch immer. Ich weiß nicht so recht. Sie ist noch immer in der Testphase. Vielleicht funktioniert sie überhaupt nicht. Wir müssen es riskieren. Bitte zeig uns bloß, wie man das Ding bedient. Dann kommen wir schon klar. Na schön, kommt mit. Na gucken, was bringt denn der uns? Dies ist Lossa. Du hast deiner Maschine einen Namen gegeben? Klaro, wieso? Ach nichts, vergiss es. Also, was kann sie denn? Nun, es ist so eine Art Navigationseinheit. Lossa kann sich Wege merken und dann später zurückverfolgen. Okay, piep. Edison, ich glaube, deine Maschine redet mit mir. Ist dir auch aufgefallen? Ich glaube, sie hat ein Selbstbewusstsein. Hab gar keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Bitte, zeig uns einfach, wie man es benutzt. Das ist leicht. Man betätigt nur einen Kippschalter und... Augenblickchen. Sie ist schon darauf programmiert, hier im Zimmer im Kreis zu fahren. Oh, sie fährt im Kreis und... Anscheinend ist sie jetzt kaputt. Punkt, Punkt, Punkt. Verflixt. Vor einer Minute hat es noch funktioniert. Ich glaube, fast mit Brotkuchen wären wir besser beraten. Nie und nimmer. So eine Situation erfordert eine extrem komplizierte Hightech-Lösung. Natürlich doch! Eine Karte bringt ja nichts. Okay, schon gut. Dann borgen wir uns das Ding. Los, Alina. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. Nix da. Ihr zerschrottet meinen Kram immer nur. Ach komm, Edison. Du hast doch gesagt, wir können es benutzen? Schon, aber die einzige Chance für euch, meine große, schöne Lossa zu benutzen, ist mit mir im Schlepptau. Das ist indiskutabel. Oh, was für ein Wort. Ihr müsst mich mitnehmen, wenn es einen Defekt gibt? So wie gerade eben etwa? Ja, genau. Ich weiß, wie man sowas in Ordnung bringt. Na schön, du hast gewonnen. Aber du bleibst immer in meiner Nähe, verstanden? Danke. Das werdet ihr nicht bereuen, versprochen. Alles klar, Leute. Nehmen wir dich mit? Kleiner Mann? Hallo? Können wir dich mitnehmen? Okay, lass mal... Drücke die Losser-Taste für die... Ich glaube wirklich, dass die Brotkrumen die bessere Wahl gewesen wären. Piep, piep. Großartig. Jetzt flirtet das Ding auch noch mit mir, oder was? Du streichst halt einen ganz, ganz besonders viel Charme aus. Okay. Was ist denn bitte die Losser-Taste? Ist das hier die Losser-Taste? Die X-Taste? Nee. Hier haben wir auch keinen Losser. Ach hier, er ist die Losser-Taste. Radar? Bringt nichts. Eine Map? Eine Map können wir aufmachen. Jetzt haben wir da oben rechts eine kleine Map. Alles klar. Na, ist doch schon mal ganz praktisch, würde ich sagen. Na gucken, was haben wir denn noch in der Stadt? Hier muss da... Okay. Meine VMU piept. Ah, und ich sehe eine Schatzkiste, die anscheinend versteckt ist. Genau hier. Da ist eine Schatzkiste. Haha, geil. Goldbarren gefunden. Sehr schön. Duda, ich möchte mit dir reden. Sieht ein bisschen snobbig aus. Weit ist ein Jäger, der jedem eine Belohnung anbietet, der ihm ein paar Hasen fängt. Er will anscheinend eine ganze Menge. Aber das sollte ja nicht so schwer sein. Du weißt ja, was man über Hasen sagt. Nein, was denn? Ein Magier namens Wissen? Nein, ich glaube nicht, dass er das ist. Wieso glaubst du das? Keine Ahnung, du hast das angesagt. Mal gucken, wie viele verschiedene Texte haben die Dinger? Nee, anscheinend zwei Texte hat der. Okay. Kann ich mit meinen Kameraden reden? Hallo? Nein, ich will nicht mit dir reden. Alles klar. Das dritte Mal ist anscheinend nur eine verkürzte Version vom zweiten Text. Gut. Wir sind hier in dieser Stadt. Guck mal, wo können wir denn noch überall rein? Hier geht's runter? Alles klar. Aber durch die Tür geht's natürlich nicht. Na gucken, vielleicht haben wir irgendwann Lockpicking-Skills, die wir benutzen können. Das
Summon hier drin. Was hast du denn? Ich freue mich, dass ihr herausgefunden habt, was ihr alle mögt. Abenteuer. Ich denke, das gilt für jeden. Man muss nur mit ganzem Herz und Seele an die Sache gehen. Alles klar, da unten leuchtet was. Kannst du irgendwas tun? Hallo? Nee, du bist nur eine Lampe anscheinend. Alles klar, hier geht's aber noch nach oben. Man muss doch irgendwas stehlen können. Ich habe gehört, wenn irgendwer im Weg steht, soll man einfach in die Richtung weitergehen. Sobald die in dieselbe Richtung laufen wie man selbst, laufen die durch einen durch. Ja, aber natürlich läuft der jetzt in eine komplett andere Richtung die ganze Zeit. Auch mein Radar piept auch nicht. Also, ja. Gucken wir mal. Die Dreamcast-Version ist übrigens ein bisschen erweitert. Ein bisschen mehr als die HD-Version hat. Auch die physische PC-Version hat mehr Extras. Ich weiß noch nicht, ob die schon als DLC für die andere HD-Version nachgereicht wurde. Ach, als ich noch jung war, ging ich und meinem Bruder einmal in die Höhen. Dumm wie wir waren, haben wir alle Warnungen in den Wind geschlagen. Ein Monster haben wir nicht geglaubt. Ah, bis wir sie selbst gesehen haben. Oh Gott. Ich war sicher, wir würden sterben, als ich sah, wie das Schwert meines Bruders nur durch seltsamen Rauchschnitt, als er nach dem Licht... Nach dem Licht schlug? Der Lichtking? Lichtking? World of Warcraft-Style? Alles klar, das ist doch eindeutig eine Treppe da, oder? Seht ihr da auch eine Treppe? Warum kann ich da nicht runtergehen? Seltsame Sache. Kleines Mädchen. Hast du schon gehört? Die neue Bibliothek wurde heute eröffnet. Ich war schon dort. Ziemlich cool, aber ganz schön unordentlich. Hast du noch was zu sagen, Kind? Wo bist du denn hin? Hallo? Ist das Kind jetzt weg? Da unten ist es ja. Oh, und der Radar piept wieder. Da gibt es eine Menge Anleitungen. Wenn du was lernen möchtest, würde ich also erst dort nachschauen. Alles klar. Der Radar piept. Ich werde irgendwie mal ein Video machen das nächste Mal, wenn der Radar piept. Wo ihr seht, wie das bei der VMU hier abgeht. Aber hier ist irgendwo eine Schatzkiste. Da oben drauf, alles klar. Dann gehen wir mal ins Haus rein. Ah, so ein Radar schon, der ist schon nicht schlecht. Ich hoffe, ihr hört das durchs Mikrofon. Eigentlich solltet ihr das. Es müsste laut genug sein. Wir holen erstmal die Kiste, damit das Ding aufhört zu piepen. Wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir in den nächsten Stock? Ha. Vielleicht kannst du mir sagen, wenn wir in den ersten Stock kommen? Wir kommen im Gasthof zum sammelnden Hemmel. Wie kann ich Ihnen helfen? Möchtest du ein Zimmer? Nee, nicht wirklich. Ich wohne hier. Ich brauche kein Zimmer. Ah, guck mal hier. Im Haus gibt es so eine Kiste auch. Komm mal her. Koffeinpille, alles klar. Ich sehe mal, wir sind schon am Ende dieser Folge angekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal bei Pier Solar. Und ja, viel Spaß mit was auch immer ihr macht. Bis dahin. Bis dann. Bye.